Hallo und herzlich willkommen zur Drehscheibe, liebe Zuschauer. Ja, hinter mir wird gesprochen. Wir sind nämlich heute zu Gast bei der Ehrung der Dresdner Sportler und Sportlerinnen des Jahres. Im Internationalen Kongresszentrum zum 29. Mal wurden die Besten der Stadtspitze im Sport gesucht. Ja, und wir sind dabei. Wir haben die Gewinner im Interview. Und ja, wir schauen erstmal ein bisschen in die Veranstaltung rein. Neben mir steht jetzt Tom Liebscher, der ist Sportler des Jahres 2021 geworden, holte Olympiagold in Tokio im Viererkajak. Hallo erstmal. Hallo. Ja, Tom, es ist ja nicht das erste Mal, dass du Sportler des Jahres geworden bist. Dennoch, was bedeutet dir diese Medaille, diese Ehrung? Es ist was ganz Besonderes. Es ist tatsächlich nicht zum ersten Mal, zum sechsten Mal in Folge. Darüber bin ich sehr stolz, weil es einfach auch ein großer Dank aus der Heimat ist. Und ich fühle mich mit der Stadt Dresden verbunden, erhalte viele Unterstützung in der Stadt. Und da bin ich sehr dankbar, dass ich dann auch so eine Ehrung, auch wenn es schon mehrmals war, immer wieder erhalte. Aber es ist halt gleich auch ein Dank für meine Leistungen. Und die resultieren aber aus harter Arbeit. Also ich versuche da jedes Jahr mein Bestes zu geben. Und wenn es dann natürlich für so eine Ehrung reicht, dann ist es auch umso schöner. Ein Blick nach 2022. Was ist dieses Jahr alles geplant, sportlich gesehen? Geplant sind natürlich jetzt erstmal die Qualifikation. Nächstes Wochenende und in 3,5 Wochen. Dafür erstmal für die Nationalmannschaft zu qualifizieren. Denn eine große oder eine WM in Übersee in Kanada findet statt. Und natürlich noch die Europameisterschaften in München. Das sind zwei große Highlights, auf die ich mich sehr freue und für die ich mich gerne qualifizieren würde. Und dafür gebe ich jetzt alles. Ja, und neben mir steht jetzt die Sportlerin des Jahres 2021, Tina Punzel. Hallo, ich grüße dich. Hallo und ja, dankeschön. Ja, Tina, du bist auf Platz 1 gelandet, hast Anna Seidel und jetzt muss ich direkt nochmal auf den Zettel gucken. Annegret von Erichsen hinter dir gelassen. Hast du damit gerechnet, den ersten Platz zu belegen? Ich glaube, ich müsste lügen, wenn ich jetzt sage, nee, absolut nicht. Ich habe schon ein bisschen darauf gehofft natürlich. Für mich war es ein absolut gigantisches Sportjahr. Also die EM war super erfolgreich, dann der krönende Abschluss mit den Olympischen Spielen. Und freut man sich dann natürlich, wenn das auch zu Hause entsprechend gewürdigt und auch gewertschätzt wird. Jetzt sehen wir ja schon, du hast den Scheck in der Hand. 1.000 Euro hat es gegeben zusätzlich zur Medaille. Was machst du mit dem Geld? Da habe ich mir spontan noch gar keine Gedanken tatsächlich dazu gemacht. Ich könnte mir aber vorstellen, dass ich das spenden werde, weil es in der aktuellen Zeit, glaube ich, viele Menschen gibt, die mehr auf das Geld aktuell angewiesen sind. Und ich denke, da ist es dann ganz gut aufgehoben. Neben dem Dresdner Sportler und der Sportlerin des Jahres 2021 ist auch die Mannschaft und der Trainer des Jahres gekürt worden. Bei der Mannschaft des Jahres haben sich die Dresden Monarchs an die Spitze gesetzt. Den zweiten Platz belegten die Volleyballerinnen des DSC. Platz 3 ging an die Jungs von Dynamo Dresden. Der Dresdner Trainer des Jahres 2021 wurde Boris Rosenberg. Auch diese Geehrten habe ich befragt. Ja, und Mannschaft des Jahres 2021, das sind die Dresden Monarchs geworden. Ja, und der Trainer steht jetzt neben mir. Haben Sie mit dem Sieg gerechnet, Herr Däuber? Nee, überhaupt nicht. Also wir haben uns natürlich super gefreut, dass wir nominiert wurden. Das haben wir schon erwartet. Aber mit dem Sieg habe ich überhaupt nicht gerechnet und bin super stolz auf das Team. Dieses Jahr 30 Jahre Dresden Monarchs. Was wird gefeiert? Wie wird gefeiert? Es wird eigentlich alles gefeiert. Die deutsche Meisterschaft noch von 2021, aber hauptsächlich geht es um das Jubiläumsjahr, 30 Jahre Monarchs. Auch den Aufstieg dann in die erste Bundesliga, das erfolgreichste ostdeutsche Team. Und das kann man schon super feiern. Ja, und jetzt kann ich den Trainer des Jahres 2021 neben mir begrüßen. Boris Rosenberg, hallo, ich grüße Sie. Ja, guten Abend. Ja, Trainer des Jahres im Wasserspringen. Sie trainieren die Wasserspringer in Dresden. Was bedeutet Ihnen diese Ehrung? Und das für mich das erste und sehr große Titel. Natürlich alleine kann ich nicht schaffen, dass unsere große Trainermannschaft und natürlich die Sportler. Thank you.
bei der Wahl der Dresdner Sportler, Sportlerinnen und Mannschaft und Trainer des Jahres ist natürlich auch Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert dabei gewesen. Herr Hilbert, ich grüße Sie. Hallo. Einen schönen guten Abend. Ja, Herr Hilbert, was sind denn für Sie die Sporthighlights 2021 gewesen? Ich habe es vorhin schon auf der Bühne gesagt, für mich sind immer die Ereignisse, wo man selber dabei gewesen war. Und ich war bei dem Finale gewesen, der um Football-Meisterschaft in Frankfurt und habe mich riesig gefreut und mitgefiebert. Und es war ja wirklich ein Stimmungsbad der Gefühle mit den Dresden Monarchs, dass sie zum ersten Mal die Meisterschaft geholt haben. Und das war so ein bisschen mein Ereignis gewesen. Aber natürlich in einem Olympiajahr sind die olympischen Medaillen, ob das Tom Liebscher, ob das Tina Punzel als erste deutsche Medaille gewesen sind, der Aufstieg von Dynamo, die Meisterschaft von den DSC-Volleyballerinnen. Und man könnte das weiter fortsetzen. Also ich glaube, es war kein unerfolgreiches Jahr, obwohl es ein schwieriges war. Viele glückliche Gewinner haben wir heute auf der Bühne gesehen. Was wünschen Sie denen? Den wünsche ich auf der einen Seite weiterhin viel sportlichen Erfolg und dass wir möglichst keine weiteren Einschränkungen haben, ob das Pandemie ist oder mittlerweile eben Krieg ist, was ja noch viel schlimmer ist. Wir sind sehr wohl bewusst, dass die Sportlerinnen und Sportler eine ganze Menge an Einschränkungen hinnehmen mussten und jetzt wieder, weil wir Turnhallen für die Unterbringung nutzen müssen. Insoweit kann ich da noch um Verständnis bitten. Worauf freuen Sie sich denn dieses Jahr am meisten? Auf welches sportliche Ereignis? Auch da sind, glaube ich, verschiedenste größere Ereignisse anstehend. Ich glaube, für uns als Stadt erstmal freue ich mich Anfang Juni, dass wir die Grundsteinlegung beim Heinz-Steyer-Stadion haben. Aber auch die vielen kleinen Investitionen, die an verschiedenen Sportvereinen getätigt werden können. Ich nehme jetzt mal einen heraus, Deutschgraben, weil er mich jetzt mehrmals angeschrieben hat. Freue mich, dass er jetzt den Kunstrasenplatz dieses Jahr erhalten kann. Das sind genauso wichtige Ereignisse, denn wir haben nicht nur den Spitzensport, sondern wir haben viele, viele Ehrenamtliche, die im Sport aktiv sind und die damit ermöglichen, dass ungefähr 100.000 Sportlerinnen und Sportler in unserer Stadt immer wieder aktiv sein können. Steht jetzt der Präsident des Stadtsportbundes, Lars Detlef Kluger. Ich grüße Sie, hallo. Hallo. Ja, Herr Kluger, was wurde denn 2021 alles für den Sport in der Stadt getan? Die Stadt hat erstmal bei Corona sehr stark unterstützt, hat die Fördermittel ausgezahlt. Es war nicht selbstverständlich, dass alle Fördermittel, die im Haushaltsplan standen, dann auch ausgezahlt werden, obwohl ja vieles weggefallen ist. Das hat den Sport schon über diese schwierige Phase gebracht. Am Anfang war ja nichts klar. Darf man auf die Sportstätte? Darf man trainieren? Was ist mit den Kindern und Jugendlichen? Kriegen die einen Sonderstatus? Kommen die Fördermittel oder bin ich in einem Vierteljahr pleite? Nichts war klar. Da hat die Stadt schon stark unterstützt. Aber das allgemeine Geschehen, Investitionen, ich habe ja vorhin zum Beispiel über das neue Leistungszentrum der Monarchs gesprochen, aber es ist nicht das Einzige, es sind viele neue Sportstätten entwickelt worden, das Steyrstadion als das Highlight in Dresden. Also wir freuen uns, dass der Sport in Dresden so gut angesehen ist. Sie haben die Corona-Pandemie angesprochen. Was war denn da die Herausforderung, dass der Sport nicht komplett brach lag? Die Herausforderung war als erstes die Unsicherheit, was jetzt kommt, was man als Verein regeln kann, wie man es regeln kann. Natürlich auch die ständig wechselnden Rahmenbedingungen und Verordnungen. Aber das Wichtigste war, dass die Mitglieder bei der Stange geblieben sind. Und da kann man nur den vielen ehrenamtlichen Helfern, vor allen Dingen den Übungsleitern, auch den vielen ehrenamtlichen Vereinsvorständen nur herzlich dankbar sein, dass sie diesen Zusammenhalt im Dresdner Sport entwickelt haben. Wie wird denn Vereinssport 2022 aussehen? Weil wir müssen ja damit leben, ne? Vereinssport wird, glaube ich, so sein wie vor und in der Pandemie, ehrenamtlich organisiert. Leute, die mit Herzblut dabei sind, die für ihre Mitglieder, ihre Sportlerinnen und Sportler da sind,
im Leistungssport ganz genauso. Also entweder wir machen Sport und trainieren so, dass dann Olympiasieger hier auf der Bühne stehen können, oder wir lassen es. Und wenn wir es lassen, dann wäre die Gesellschaft ein gutes Stück ärmer.